TV Berlin Spezial. Ab Sonntag, 1. Advent, können Sie sich das Shoppen in der Stadt sparen. Da gibt es nämlich eine neue Shopping-Sendung auf TV Berlin, nämlich jeden Tag von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr Manu Lenz TV. Alles, was die Frauen sich wünschen und, wie ich gelernt habe, auch die Männer. Genau. Können auch selber einkaufen. Dann habe ich diese wunderbare Tunika, bleiben wir mal dabei. Sie haben sie selber entworfen. Die möchte ich nun haben. Gibt es erst im Frühjahr, haben wir schon gehört. Aber zu Weihnachten gibt es ja vielleicht was ähnlich Schönes. Mhm. Wie bestelle ich denn jetzt? Rufe ich denn an bei Ihnen oder wie geht das? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also Sie sehen eine Show, entweder im Fernsehen oder auf der Internetseite. Dann sehen natürlich Sie einen Artikel bei uns. Und bei Ihnen natürlich, bei TV Berlin. Sehen einen Artikel, ein schönes Schmuckstück, was Sie vielleicht verschenken möchten. So, dann haben Sie eine Artikelnummer, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie rufen in unserer Bestellannahme an, da werden Sie dann auch noch beraten, was vielleicht dazu passen könnte. Oder Sie gehen auf unsere Internetseite und geben das einfach ein. Innerhalb von 3 Tagen ist der Artikel, es sei denn, Sie bestellen am Samstag, dann muss der Sonntag dazu gerechnet werden. Ist der Artikel bei Ihnen schön Wenn verpackt? Wenn ich jetzt der Sonntag das sehe, am ersten Advent. Mittwoch, ja. Mittwoch ist ja, es da. So, und dann ist es am Mittwoch da. Genau. Das haben wir schon gesagt vor der Pause. So, jetzt gefällt mir das nicht. Mhm. Also nach 2 Wochen habe ich festgestellt, also irgendwie gefällt mir das nicht. Und eigentlich ist ja die Zeit um. Sie haben gesagt, 30 Tage Rückgabe, das Gesetz schreiben nur 14 Tage vor. Ja, wir sind sicher, dass unsere Produkte gefallen, weil wir die Qualität sehr gut prüfen. Das heißt, darum geben wir unseren Kunden auch den Raum, Mode zu probieren, etwas anzustecken, wenn es um Schmuck geht. Nochmal darüber nachzudenken, wem schenke ich es dann? Also 30 Tage Schatzi, volles guck mal, gefällt Rückgabe. Dir das? Können Sie auch schon vor Weihnachten verschenken. Das heißt, kaufen ohne Risiko. Wenn ich jetzt ans Weihnachtsgeschäft denke, ja, da bleiben Sie auch bei Ihren 3 Tagen. Wenn ja. Ich also jetzt, 24. ist ein Dienstag, Heiligabend ist ein Dienstag, da liefert die Post noch aus. Mhm. Wenn ich jetzt zurückrechne, was Samstag ist der späteste Mittag Tag? Um 12. Samstagmittag um 12. Ja, das da ist der 24., 23., 22., 21. um 12. Das garantieren Sie, dass es noch am Heiligabend ausgeliefert wird. Auf jeden Fall. Dritte Mal. Mit guter Laune. Ja, schwöre. Genau. Genau. Was mich so interessiert, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie Sie darauf kommen, wie Sie darauf gekommen sind. Mhm. Ja, so als kleines Mädchen. Wollten Sie immer Designerin werden? Nee, ich wollte Sportlehrer werden. Sportlehrer. Und Englisch. Und Englisch. Mhm. Hat wenig was mit Design zu tun. Ganz genau. Wann hat sich denn das geändert? Ich war früher Leistungsgeräteturner und bin eingestiegen in den Modebereich, weil ich bin ein bisschen zu groß für einen Turner gewesen. Das war auch immer das Manko. Die Flickflacks gehen schneller, wenn man klein ist. Und nicht irgendwann mal was gebrochen? Öfters mal, ja. Öfters, ja. Ist aber heute verheilt, nach fast 50 Jahren. Turnen Sie denn heute noch? Nein, ich turne in Sendung rum, aber das ist alles über, wo ich turne. Und Ihre 3 Kinder, haben die was davon geerbt? Nein. Auch die nicht? Auch nicht, nein. Also haben Sie geturnt und beim Flickflack und Überschlag haben Sie gesagt, also eigentlich könnte ich was anderes machen. Nein, ich bin in Bühnenchoreografien gerutscht. Ja. Ich habe Choreografien gemacht für große Modenschauen. Und dann ist irgendwann meine Chefin, die eine Moderatorin war, die jeder kannte, ausgefallen und haben sie so, Manu, jetzt du. Ja. Und heute bin ich dafür sehr dankbar. Man braucht so Gegebenheit, eine schöne Klangfarbe, denn mein erster Beruf ist Moderatorin. Und durch die Moderation bin ich dann eigentlich an die Frauen gekommen und die haben gesagt, Frau Lenz, Sie sind ja so wie ich, weil ich bin so die typische deutsche Frau, nicht so ein zarter Hase, sondern wohlproportioniert. Sie sehen immer so gut angezogen aus. So bin ich eigentlich zur Mode gekommen. So wie man sich die Frau vorstellt, ne? Genau. So, wenn Sie das so charmant sagen, Herr Brinkmann. Ja. Nun gibt es ja noch die Geschichte vom ZDF-Fernsehgarten. Da komme ich ja her und habe 5 Jahre die Modebox gemacht an der Seite von Andrea Kiewel. Und da wissen die Leute auch, ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich über Mode spreche. Ja. Ich wollte nämlich schon längst gesagt haben, viele sagen sich, die kenne ich doch. Ja. Die kenne ich doch. Ja, aber vergessen Sie jetzt mit ZDF-Fernsehgarten, bleiben Sie mal bei TV Berlin. Ja. Ja. Sie sehen Frau Manu Lenz nämlich jetzt täglich. Bei uns ab 1. Dezember und dann das ZDF-Fernsehgarten. Ist auch schon länger her. Ne? Schon länger her, ja. Mhm. Hat aber Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Und da haben Sie gesagt, so, das mache ich jetzt alles selbst. Und die Geschichte haben wir ja schon erzählt. Genau. Jetzt ist das alles konstruiert, gefunden, der Druck ist gefunden, der Stoff ist gefunden. Nee, der ist noch nicht gefunden. Wo finden Sie den? Gehen Sie da durch die Geschäfte, fühlen. Ich habe neulich mal gelesen in einem Magazin, ein Designer, der sucht tagelang, wochenlang, fühlt jeden Stoff.
Ja, es ist heute so, dass wenn Sie einen Druck sehen, können Sie es im Grunde mit einem Transferdruck auf jeden Stoff, den Sie möchten, bringen. Es ist halt die Frage, dass Sie wählen, welcher Stoff was mit den Farben macht. Wenn Sie einen Baumwollstoff machen, macht es die Farben matter. Wenn Sie ein bisschen Hightech-Materialien reinbringen, wird es brillanter. Und so unterscheiden sich unsere Kollektionen im Grunde auch. Und für mich ist es immer wichtig, meine Kollektion ist sehr auffällig. Ich sage immer zu den Frauen, wenn sie nicht gesehen werden wollen, dann lassen Sie die Finger von meiner Kollektion. Welche Frau will denn nicht gesehen werden? Wenn sie auffallen möchten, ich meine, das gefällt außerdem gut. Na, Dankeschön. Dann muss die Frau aber sofort sagen, das ist meins, meine Farben, weil wir haben so viele verschiedene Dinge und den Rest macht meine Kollektion. Bei den Stoffen ärgert mich manchmal als Mann. Mhm. Ja, dann kratzt er ein bisschen, ja, dann juckt er ein bisschen oder er fällt oder wie auch immer. Ich bin da nicht so sensibel wie eine Frau, aber ich merke es schon. Ja, ja? Das scheint schon so zu sein, dass Sie sensibel sind. Wenn Sie das so fühlen, ja, wie lange braucht man, um sowas zu lernen? Die Farbe passt zum Stoff, die geht da das gut drauf. Das ist ja eine reine Bauchentscheidung. Ja? Und fragen Sie mich nicht, im Vorfeld einer Kollektion wird dieser Druck oder dieser Druck stärker sein. Das kann ich Ihnen bis heute noch nicht erklären. Ja. Wie lange haben Sie da gebraucht? Das war eine spontane Entscheidung. Ich liebe Blau, ich liebe diese Rottöne, wenn sie mehr ins Koralle gehen und nicht so blaustichig sind. Das war jetzt so eine Entscheidung, da habe ich gedacht, das wird schön. Ja. Und das wird schön im Frühjahr. Passt, passt. Ich will nochmal auf die Schuhe kommen. Schuhe haben Sie noch nicht im Sortiment. Kommt wann? Auch im Frühjahr? Ich denke passend zur Tunika? Wir versuchen es, ja. Dann sagte er, ich möchte das gerne alles haben. Ne? Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass Sie jetzt zu Hause sagen, das passt alles so gut zusammen. Aber Schuhe gibt es noch nicht, muss noch warten. Ne? Kann ich das denn jetzt schon vorbestellen? Nein. Warum nicht? Weil es noch ein bisschen früh ist. Wir wollen es ja auch an Frauen zeigen, die in den unterschiedlichen Größen dann in den Shows stehen. So, für mich ist immer wichtig, dass die Frau sich vorstellen kann, ich habe jetzt eine Größe 44 und da ist auch eine Frau, die trägt es für mich in der Größe 44. Was nützt es mir, bringt man, wenn ich es an der Größe 36 sehe, da gefällt es mir und an mir sieht es ganz anders aus. Und dann muss die Frau das in aller Ruhe zu Hause probieren können. Mir stehen Drucke ganz gut. 30 Tage Rückgaberecht. Genau. Ja. Wenn die Frau das zu Hause anzieht, kann aber passieren, dass sie sagt, der Manu steht es, ich mag es an mir nicht so gerne, er schickt es einfach wieder zurück. Ja. Oder der Mann sagt oder der Freund sagt, nee, Farbe gefällt mir nicht oder was auch immer. Naja, für die Männer wollen wir uns ja hübsch machen, oder? Was ist zu Hause, wenn Ihr 13-jähriger Sohn Sie ja so anschaut und er sagt, Mama, oder was er sagt, irgendwie ist da eine Blume zu viel oder so, hören Sie denn auf ihn? Von ihm höre ich das, von dem Kleinsten. Weil er sehr bewusst damit umgeht. Der kann übrigens super gut zeichnen. Mhm. Und wenn ihm etwas an mir gefällt, sagt er das auch, dann freut sich Mama. Mhm. Wenn er sehr kritisch ist und sagt, Mama, die Farbe hättest du mal besser nicht anziehen sollen, höre ich aber auch drauf. Dann gehe ich nämlich wieder zum Spiegel zurück und gucke mich nochmal an und denke, könnte er recht haben. Oder vielleicht ist es auch ein Highlight für mich, dann lasse ich es an. Und wenn er dann ganz kritisch ist und sagt, da hast du dich jetzt aber vergriffen oder das passt nicht dazu, dann schmeißen sie es gleich raus. Nee, dann gucke ich erst noch mal selber, was es mit mir macht, ehrlicherweise. Ja, ja, also da überprüfe ich mich noch mal, wenn ich ihm recht gebe, dann wird es aussortiert. Sie sagen, alles, was Frauen brauchen, das ist Ihr Motto. Wollen, genau. Was Frauen wollen. Ja, genau. Ja, was Frauen wollen. Ich habe natürlich wieder so als Mann gedacht, brauchen heißt bezahlen können. In welchem Preissegment bewegen Sie sich denn? Wir sind sehr preisbewusst, weil ich finde, jede Frau, auch eine Frau mit vielen Kindern, die vielleicht sich in dieser Lebensphase nicht alles leisten kann, sollte etwas für sich tun. Das heißt, meine Kollektion bewegt sich zwischen 49,90, maximal 99,90. Wir haben auch sehr hochwertige Kollektionen. Nichts über 100. Gerade jetzt zu Weihnachten, wenn die sehr auffällig sind, gibt es auch was über 100 natürlich. Mhm. Das ist aber eine Ausrichtung und die ist dann sehr glamourös. Und wenn Sie in Daunenmäntel gehen, dann sind Sie auch über 100. Aber das ist alles ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie schaffen Sie das? Produzieren Sie in großen Stückzahlen, dass Sie es so preisgünstig halten? Wir produzieren für einen Lieferanten, einen Kunde, der wir dann sind, im Textilwesen in kleinen Margen. Das ist einfach manchmal Verhandlungsgeschick. Und wenn Sie ein guter Kunde sind, ein beständiger Kunde bei diesen Schneidern, dann machen die Ihnen auch kleine Auflagen, weil die Mode soll bei uns schon was Besonderes sein. Jede Frau soll sich wohlfühlen und nicht an jeder Ecke diese Mode finden, weil das sind exklusive Kollektionen. Zum Beispiel ich habe eine Couture-Kollektion, das sind handgelegte Kleider. Davon gibt es weltweit nur 80 Stück. Werden wir ja bald sehen bei TV Berlin. Handgelegte Kleider, aber die kosten ein bisschen mehr als 100, oder? Aber nur ein bisschen mehr. Ja, nur ein bisschen mehr. Ja. Und was sind Ihre Lieblingsfarben? Sie haben gesagt, Sie lieben es gerne so dieses Blau. Ja. Ja?
rot, vermute ich mal, in ja, der Tunika. Gut vermutet, ja. Und wie sind denn diese handgelegten Kleider? In welchen Farben sind die? Die gibt es in allen Farben, weil ich bin ja als Frau nicht maßgeblich, sondern ich sage auch häufig, mir ist jetzt dieses Farbpotpourri, das gefällt mir nicht so gut, aber wir wollen natürlich alle Facetten abdecken. Ja. So gibt es also auch alle Farbrichtungen. In dieser Couture-Kollektion geht es um Fotodrucke. Da finden Sie zum Beispiel einen Panther in Paradise, also einen großen Panther, der diese Kleider schmückt. Die sind sehr besonders, die sind sehr auffällig und deshalb gibt es sie auch nur 80 Stück weltweit, weil wir verkaufen auch. Ab Sonntag sehen Sie die alle auf TV Berlin. Die haben wir jetzt noch nicht mitgebracht. Genau. Aber schade eigentlich. Ab Sonntag, ja, Sonntag läuft ja jeden Tag. Nicht? Ja, wir müssen uns ja noch was aufsparen. Ja? Und dann haben wir natürlich noch eine Sendung, auch am Sonntag, 15 bis 16 Uhr, gibt es was Besonderes. Genau. Das können Sie am besten selber erzählen. Genau, das ist ein großer Charity-Event. Wir eröffnen den Advent und da gibt es auch alle neuen Modepremieren. Und von jeder Bestellung, die die Kunden bei uns tätigen, geht 1 Euro direkt an ein Projekt, was wir betreuen. Und zwar in die Kinderherzstation der Medizinischen Hochschule Hannover, wo aus aller Welt die Kinder kommen, die Probleme mit dem Herzen haben. Und aus diesem Geld werden dann die Zimmer schön gemacht, werden die Dolmetscher bezahlt. Mhm. Es wird was ganz, ganz Tolles. Und wir haben tolle Showgäste. Und ich freue mich, dass TV Berlin mitmacht. Eine Stunde am Nachmittag, da sind wir dann live bei Ihnen. Und am Sonntag, 1. Advent, 1. Dezember, 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr können Sie shoppen ohne Ende auf TV Berlin. Und am Nachmittag gibt es was ganz Tolles, auch auf diesem Kanal TV Berlin, nämlich eine Charity-Aktion von Manu Lenz TV. Und darüber müssen Sie was erzählen. Gerne. Also wir sind ganz glücklich, dass TV Berlin dort eine Stunde auch live sendet. Denn wir haben nicht nur unsere Modepremieren, tolle Geschenkideen, sondern von jeder Bestellung geben wir 1 Euro ab in einen Topf. Und der geht zugunsten der Herzkinderstation der Medizinischen Hochschule Hannover. Dort kommen alle Kinder hin, die ein Herzproblem haben, aus der ganzen Welt. Und dieses Geld wird dafür eingesetzt, dass diese Kinder betreut werden, dass sie eine schöne Atmosphäre haben, dass Dolmetscher zur Verfügung stehen. Denn man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man Kinder hat, wie schlimm das sein muss, wenn ein Herzproblem vorliegt und man versteht die Sprache der Ärzte nicht. Ja. Alle Moderatoren, 11 an der Zahl, sind da, kommen ohne Gage, geben alles in diesen Topf. Ganz tolle Stargäste, Gabi Baginski, Lou Hoffner und viele mehr werden singen, viel natürlich Musik, Weihnachten. Viel ganz, Musik. Ganz toll wird's. Viel Musik. Und je mehr Sie bestellen, umso besser ist es für diese Kinder im Herzkrankenhaus in Hannover. Genau. 1 Euro geht von jeder Ihrer Bestellung da rein, also denken Sie mal dran. Und wenn Sie dann das vergessen haben, dann können Sie natürlich ab 2. Dezember jeden Tag Manu Lenz TV sehen. Gerne. Auf TV Berlin. Ja. Und nochmal gesagt, zu Weihnachten, letzter Bestelltag, 21. Dezember. 12 Uhr. 12 Uhr. Letzter Schwur dieses Tages. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Das ist unser neues Sendeformat Manu Lenz TV. Jeden Tag 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Hier können Sie shoppen ohne Ende. Alles, was die Frau braucht. Weil alles, was Frauen wollen. Frauen wollen, genau. Ich mag dieses Wortspiel, weil bei brauchen denke ich immer, ich muss bezahlen. Das ist bei wollen aber auch so, ne? Ja. Vermutlich. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich bedanke mich. Bei uns und ich hoffe, wir fühlen uns alle wohl beim Shopping bei Manu Lenz TV. Jeden Tag 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Und nochmal dran denken, Sonntag 15 bis 16 Uhr Charity-Veranstaltung. 1 Euro von jedem gekauften Kleid, Stück, was auch immer, geht an die Kinder im Herzkrankenhaus in Hannover. Mhm. Herzlichen Dank Ihnen, dass Sie zugeschaut haben und bis bald. Tschüss.